Mich hat fasziniert jetzt in meiner Sommerliteratur das Buch von Ben Zev, einem israelischen Philosophieprofessor, der sich sehr stark mit dem Bereich der Emotionen auseinandergesetzt hat. Emotionen sind die komplexesten Phänomene, mit denen die Seele zu tun hat. Sie sind instabil, sie haben eine unheimlich starke Intensität, eine Parteilichkeit und sie sind kurzlebig. Über Wahrnehmung, sei es das Äußere, das Innere, über die Bewertung, über die Motivation, die sich aus diesen Emotionen ergeben und natürlich aus den Gefühlen, die damit verbunden sind, kann sich unheimlich viel entwickeln und verändern. Sie sind der mentale Grundmodus der Seele. Also die Emotionen ergreifen die Seele dann, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert ist. Positive, negative Veränderungen. Das Kognitive, die Wahrnehmung, liefert der Emotion Information, dass etwas passiert, dass eine Veränderung stattfindet. Und die Emotionen sind immer auf etwas gerichtet. Sie haben eine Intentionalität. Sie sind auf etwas hingerichtet. Wir verbinden damit etwas. Und wir versuchen das, was wir damit verbinden, zu bewerten. Das heißt, wir evaluieren. Wir stellen das in einen Vergleich. Und all das bewegt die Seele. Natürlich entsteht daraus auch eine Motivation, das heißt eine Handlungsbereitschaft. Emotionen können, auch wenn sie kurzlebig sind, unglaublich Veränderungen in einer kurzen Zeit für zukünftige Perspektiven und Herangehensweisen bereithalten und bewirken. Was heißt das? Ich habe begonnen mit dem Skeptikersatz zur Seele, wenn ich eine habe. Aus dem Durchgang der Positionen, die ich heute hier zusammengefasst habe, ergibt sich für mich als Conclusio, dass ich als Seele Teil der Natur bin, aber auch ein bewirkender Teil von dem, was Natur ist. Das heißt, ich habe keine Seele, sondern ich bin eine Seele. Weil das Haben immer wieder die Differenz, die Schere öffnet, weil es dann etwas gibt, das nicht seelisch ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite etwas gibt, das seelisch ist. Dann falle ich wieder zurück in diese Dichotomie zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen. Nein, diese Dichotomie ist in dem Zusammenhang irrelevant. Ich bin eine Seele und mein gesamtes organisches, leibliches Sein ist die Seele. Und was heißt das für unser zukünftiges Bild? Das heißt auch, dass ich nichts zu befürchten habe, wenn ich dann irgendwann in das Nichts komme.